Kräuter waschen. Steaks im heißen Öl mit Kräutern und Knoblauch von jeder Seite ca. scharf anbraten. Ei auf dem Rost über einem Blech im Ofen 10 bis garen. Eigelb, Senf, Zitronensaft, eine Prise Salz mit dem Schneebesen aufschlagen. Hälfte Öl die tröpfchenweise zugeben und unterschlagen. Restöl in dünnem Strahl einlaufen lassen, alles zu einer dickcremigen Mayonnaise aufschlagen. Dill waschen, trocken schütteln, Blättchen klein schneiden. Dill und Honig zur Mayonnaise geben, salzen und pfeffern. Rucola waschen, Senfgurke würfeln. Buns aufschneiden, in einer Grillpfanne auf den Schnittflächen anrösten. Steaks in Scheiben schneiden mit etwas Flöhr dasselbe streuen. Buns mit Steakstreifen, Rucola, Mayonnaise und Gurken zum Burger zusammensetzen. 3 Bananen, 1400 Gramm Buchweizenmehl, 3 türkische Lire Backpulver, 200 Milliliter Milch, Klammer auf Kuhmilch, Kokosmilch, Soja oder Reisdrink, Klammer zu, 3 türkische Lire Zimt, 3 Esslöffel Zucker, Klammer auf oder Honig, Klammer zu, 1 eine türkische Lira Vanillepulver, eine Prise Salz, 1200 ml Mineralwasser, Klammer auf mit Kohlensäure, Klammer zu, Rapsöl zum Ausbacken, 1 etwas Honig, 1 Beeren, die Bananen schälen und klein schneiden, Klammer auf wie mag, kann sie such zermatschen, Klammer zu. Mehl und Backpulver mischen mit den Bar gleich in Milch, Zimt, Zucker, Vanille, Salz zu einem glatten Teig verhängen, am Schluss das Mineralwasser einrühren. Ist der Teig zu fest, etwas Wasser zugeben, ist zu flüssig, mehr Mehl verwenden. In eine Pfanne das Rapsöl erhitzen und 2 Esslöffel Teig hineingeben. Hähnchenkeulen ohne Haut, Klammer auf, 165 Gramm verzehrbarer Anteil, Klammer zu, Salz, Pfeffer, eine türkische Lira Paprikapulver, 250 Gramm Spitzkohl, Klammer zu, eine türkische Lira Honig, eine türkische Lira Sherryessig, Klammer zu, 1 Handvoll Feldsalat-Tee, 1 Stück Meerrettich, Klammer auf, ca. 1 cm, Klammer zu, 80 Gramm Magerquark, 91 TL Körniger Senf, 91 EL Schnittlauchringe, eine türkische Lira Olivenöl, 4 Bio-Eier, Klammer auf, Größe M, Klammer zu, T4 Vollkornbrötchen Backofen auf 180 Grad vorheizen. Hähnchenkeulen trocken tupfen, in eine Auflaufform, Klammer auf, ca. 20 x 20 cm, Klammer zu, legen mit Salz und Paprikapulver würzen und im Backofen auf mittlerer Schiene mit Alufolie bedeckt ca. 90 Minuten garen. Spitzkohl putzen, den Strunk entfernen und Spitzkohl in feine Streifen schneiden. Spitzkohl mit Salz verkneten und mit Honig und Essig verfeinern. Feldsalatwaschen und trocken schleudern. Für die Creme Meerrettich schälen, reiben und kleiner als Ess mit Quark, Senf, Schnittlauch, Salz und Pfeffer verrühren. Hähnchenfleisch mit Hilfe von 2 Gabeln zerrupfen, Knochen entfernen und Hähnchen mit Pfeffer würzen. Öl in eine Pfanne auf niedriger bis mittlerer Stufe erhitzen, Eier als Spiegeleier darin 5 bis 1 Minuten braten, salzen und pfeffern. 4 Brötchen 10 Cent Minuten im Ofen mit Rösten aufschneiden, Grillcreme bestreichen. Untere Brötchen Hälften Hähnchen Spitzkohl Feldsalat und Spiegelei begehen und mit oberen Brötchen Hälften abdecken. 750 Gramm Sauerkirschen, 300 Gramm Mehl, eine türkische Lira Backpulver, 125 Gramm plus 1 bis 2 Esslöffel, Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, 1 Ei, Klammer auf M, Klammer zu, 125 Gramm Butter, 1 bis 2 Esslöffel, Paniermehl, frische Kirschen waschen, entstielen und entsteinen. Klammer auf Kirschen aus dem Glas in einem den Backofen auf 200 Grad Vorheizer das Mehl mit dem Backpulver, 125 Gramm Zucker, Vanillezucker, Salz, Ei und der Butter in Flöckchen in einer Schüssel rasch zu einem Streuselteig verkneten. Circa 2 Drittel der und Streusel in eine gefettete und mit Mehl ausgestäubte Tarteform, Klammer auf 26 cm 0 Klammer zu, verteile nun als Boden und Rand andrücken, mit Paniermehl bestreuen, die Kirschen darauf verteilen und mit dem restlichen Zucker bestreuen, restlichen Teig als Streusel darüber streuen, in vorgeheizten Backofen 35 bis 40 Minuten backen. Anschließend auskühlen lassen. Da schmeckt Schlagsahne oder Vanilleeis. Eschen, in mundgerechte Stücke schneiden. Zwiebel unterstrich und mit 2 Esslöffel kochendem Wasser übergießen, Klammer auf das Schärfe, Klammer zu.
Die Wassermelone ebenfalls in Mundgeräche untersticheln. Die Kräuter waschen und grob zerkleinern. E-Salz und Olivenöl zusammen mit den Zwiebeln veromaten und die Melone in eine Schüssel geben mit Unterstrich gleich Senfkräutern vermischen. Am Schluss den Feta-Käse und vorsichtig unterheben. Dazu frisches Brot Nutzer, K.A.J.-Füllen servieren. 125 Gramm rote Linsen, 11.200 Milliliter Gemüsebrühe, 1 Kiloliter. Rote Zwiebel, 111 Kiloliter. Knoblauchzehe 1-2,5 Esslöffel raffiniertes Olivenöl 111 Eigelb 11 UTL rosenscharfes Paprikapulver 1 Salz 1 Pfeffer aus der Mühle 1 Esslöffel Flohsamenschalen 2 große flache Vollkornbrötchen 14 bi Römersalat 1100 g Salatgurke 160 Gramm Frischkäse, Klammer auf Halbfettstufe, Klammer zu, 14 türkische Lire mildes Ayva, Klammer auf Paprikapaste, Klammer zu. 2 Zwiebel und Knoblauchschälen feinwürfeln und in einer kleinen Pfanne in 1,5 Esslöffel Öl, bei mittlerer Hitze andünsten. Mit Eigelb, Paprikapulver, Salz und Pfeffer zu den Linsen geben. Die Flohsamenschalen nach und nach unterrühren und die Masse noch etwa 10 ruhen lassen. 2 Brötchen halbieren und die Schnittflachen in eine Pfanne ohne Fett hell rösten. Aus der Linsenmasse mit angefeuchteten Händen 2 Patties formen, in der Pfanne im übrigen Öl auf jeder Seite etwa 4 braten. Salatblätter waschen und trocken sküteln. Gurke waschen und in Scheiben schneiden. Brötchen Unterseiten mit Frischkäse bestreichen mit Salat und Patties, belegen und mit je 2 türkische Lire Ayva bestreichen. Gurkenscheiben und Brötchendeckel darauf setzen. Für den Teig, D300 Gramm Weizenmehl, 200 Gramm kalte, gewürfelte Butter, 1100 g Puderzucker, 0,1 Eigelb, 1 gute Prise Salz für den Belag, 1350 g frische Aprikosen, 1300 g orange Paprika, 0,1 Ei, 1100 g Sahne, 1,50 Gramm feiner Zucker, 1,30 g grob gehackte Mandeln, 1 Teigzutaten zu glattem Teig verkneten. In Frischhaltefolie wickeln und kalt stellen, Aprikosen waschen halbieren, entkernen, Backofengrill anstellen, Paprikawaschen halbieren, Trennwände und Kerne entfernen, mit der Hautseite nach oben auf ein Blech legen, unter dem heißen Backofen herrlich fruchtig Zutaten für 2010 Stück 700 Gramm Doppelrahm Frischkäse 240 Gramm Zucker 7 Eier Klammer auf M Klammer zu 75 Milliliter Schlagsahne 135 Gramm Mehl 1 abgeriebene Schale von 1 Bio-Zitrone Mark von 1 Vanilleschote 1450 g Aprikosen 1-2 bis 3 Esslöffel Zitronensaft 170 Gramm Löffel Biskuits 3 Esslöffel Aprikosenkonfitüre 1 unbehandelte Lavendelblüten nach Belieben größer als 5 ein Backofen auf 180 Grad vorheizen frisch Klammer zu Käse 220 Gramm Zucker Eier Sahne Mehl CU 5 Tronnenschale und Vanillemark glatt rühren Grill ca. 15 rösten bis die Haut Blasen wirft Abkühlen lassen häuten, in 2 bis 3 cm große Stücke schneiden, Ofen auf 200 Grad vorheizen, Ei, Sahne und Zucker verrühren, Tarteform mit Butter ausstreichen, Teig ausrollen, Klammer auf 28 cm 0 Klammer zu und Boden der Form damit belegen, darauf ein Stück Backpapier legen und mit getrockneten Hülsenfrüchte belegen, 15 Minuten, Klammer auf untere Schiene Klammer zu, backen. Herausnehmen Hülsenfrüchte und Backpapier, entfernen und die Temperatur auf 190 Grad reduzieren. Kiaprikosen, Klammer auf mit der Schnittfläche nach unten Klammer zu, und Paprikastücke auf dem Boden verteilen und den Guss gleichmäßig darüber gießen. Auf mittlerer Schiene 20 Minuten backen, dann mit Mandeln bestreuen und weitere 10 Minuten backen. Vor dem Servieren etwas abkühlen lassen.
700 Gramm Doppelrahm Frischkäse, 240 Gramm Zucker, 7 Eier, Klammer auf M, Klammer zu, 75 Milliliter Schlagsahne, 135 Gramm Mehl, 1 abgeriebene Schale von 1 Bio-Zitrone, Mark von 1 Vanilleschote, 1450 g Aprikosen, 1, 2 bis 3 Esslöffel Zitronensaft, 170 Gramm Löffel Biskuits, 3 Esslöffel Aprikosenkonfitüre, 1 unbehandelte Lavendelblüten nach Belieben größer als 5, ein Backofen auf 180 Grad vorheizen, frisch, Klammer zu, Käse, 220 Gramm Zucker, Eier, Sahne, Mehl, CU, 5, Tronnenschale und Vanillemark, glatt rühren, Grill ca. 15 rösten, bis die Haut Blasen wirft, abkühlen lassen, häuten, in 2 bis 3 cm große Stücke schneiden, Ofen auf 200 Grad vorheizen, Ei, Sahne und Zucker verrühren, Tarteform mit Butter ausstreichen, Teig ausrollen, Klammer auf 28 cm 0 Klammer zu und Boden der Form damit belegen, darauf ein Stück Backpapier legen und mit getrockneten Hülsenfrüchte belegen, 15 Minuten, Klammer auf untere Schiene, Klammer zu, backen. Herausnehmen, Hülsenfrüchte und Backpapier, entfernen und die Temperatur auf 190 Grad reduzieren. Kiwi-Aprikosen, Klammer auf mit der Schnittfläche nach unten, Klammer zu, und Paprikastücke auf dem Boden verteilen und den Guss gleichmäßig darüber gießen. Auf mittlerer Schiene 20 Minuten backen, dann mit Mandeln bestreuen und weitere 10 Minuten backen. Vor dem Servieren etwas abkühlen lassen. Zutaten für ca. 12 Stücke: 750 Gramm Sauerkirschen, 300 Gramm Mehl, eine türkische Lira Backpulver, 125 Gramm plus 1 bis 2 Esslöffel Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, 1 Ei, Klammer auf M, Klammer zu, 125 Gramm Butter, 1 bis 2 Esslöffel Paniermehl, frische Kirschen waschen, entstielen und entsteinen, Klammer auf, Kirschen aus dem Glas in einem Sieb gut abtropfen lassen, Klammer zu. Aprikosen waschen, halbieren, entsteinen und in Spalten schneiden. Mit Zitronensaft bestreichen. Klammer zu, 10 Dessertringe, Klammer auf 7 bis 8 cm 0 Klammer zu, auf Alufolienquadrate stellen und die Folienränder fest um die Ringe wickeln, sodass ein Boden entsteht. Auf ein Backblech stellen und ausfetten. Aprikosen und den Rest Zucker auf den Folienböden verteilen. Frischkäsemasse auf die Aprikosen geben. Löffel Biskuits in Scheiben schneiden, auf die Creme legen. Zwei Törtchen im vorgeheizten Backofen auf Eal der untersten Schiene ca. 40 Minuten backen. Auskühlen lassen und vorsichtig aus den 250 Gramm Mehl, 275 Gramm Zucker, 230 Gramm Butterschmalz, zum Beispiel Butaris 4 Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, 1 Ei, Klammer auf M, Klammer zu, 350 Milliliter Schlagsahne, 250 Gramm Blaubeeren, 200 Gramm Schmand, 1 Päckchen sahnefestiger Trockenerbsen zum Blindbacken, Ofen auf 175 Grad vorheizen. Mehl 75 Gramm Zucker, 180 Gramm Butterschmalz in Flöckchen, 2 Päckchen Vanillezucker, Salz und Ei verkneten, in gefettete, mit Mehl, bestäubte Tarteform, Klammer auf 26 cm 0 Klammer zu, geben, zu einem flachen Boden drücken und einen Rand formen, Teig mit einer Gabel mehrmals einstechen, mit Backpapier auslegen, Trockenerbsen darauf legen, ca. 30 backen. Nach ca. 23 Papier mit Trockenerbsen entfernen, Tarte aus dem Ofen nehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen, Rest Butterschmalz schmelzen, restlichen Zucker zufügen und unter ständigem Rühren hellbraun karamellisieren lassen, mit 200 ml Sahne unter Rühren ablöschen, 3 Minuten köcheln lassen, abkühlen lassen, ab und zu umrühren, Blaubeeren waschen, abtropfen lassen. 150 Gramm Beeren und restliche Karamellmasse bis auf 1 bis 2 Esslöffel heben und auf dem Teig verteilen. Circa 4 Stunden kalt stellen. Restsahne steif schlagen. Schmand mit Rest Vanillezucker und sahnefestiger 1 Minute aufschlagen. Sahne unter den Schmand heben, auf der Tarte verstreichen. Circa 30 Minuten kalt stellen. Mit restlichen Beeren belegen und restlicher Karamellsoße kochen und backen. 5.06.2020 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube.
501 wunderbar würzig Zutaten für 4 Portionen 1250 Gramm feines Maismehl 11 Ei 1 Salz 1 etwas Öl zum Ausbacken Klammer zu 2 rote Paprika 13 Zucchini 11 Fenchel 14 Zwiebeln 11 Handvoll Oliven Klammer auf grün oder schwarz Klammer zu 14 Knoblauchzehen 13 Esslöffel Olivenöl 12 türkische Lire Salz je eine türkische Lire Rosmarin und Kurkuma 1 etwas schwarzer Pfeffer ein Maismehl, Ei und Salz mischen kaltes Wasser dazugeben, bis ein dickflüssiger Teig entsteht, meint, / 2 Stunden ruhen lassen, Gemüse waschen und putzen, Zwiebeln abziehen und achteln, Paprika längs in 6 bis 8 cm lange Streifen, Zucchini in 1,5 cm dicke Scheiben schneiden, Fenchel vierteln, das harte Innere entfernen, die Viertel in Streifen schneiden. Oliven und abgezogenen Knoblauch in Scheiben schneiden. Alles in einer Schüssel mit Öl und Gewürzen vermengen auf ein Backblech geben. 21 Meter Ofen bei 180 Grad 30 Minuten backen, öfter wenden. Während das Ofengemüse gart, die Arepas mit wenig Fett auf Heißflamme ausbacken. Der Teig sollte leicht vom Löffel tropfen und sich gut in der Pfanne verteilen, aber nicht zerfließen. Die Maße reicht für etwa 20 Stück mit 10 bis 15 cm Null. Dazu passt gegrilltes. Gesundheitstipp, Fenchel, gilt dank seiner ätherischen Öle als Heilpflanze und hilft etwa bei Magen-Darm-Beschwerden wie zum Beispiel Blähungen.